Wie ist eigentlich die Lufthansa-Flottenplanung? 380er kommt nicht wieder, aber was passiert mit den Buden? 747-400, alt, wie lange bleiben die? 747-8er, bekommen die eine First Class, also die neue? A350 hat einen massiven Zulauf dieses Jahr mit den 4 Stück, die kommen, und es kommen noch weitere. Aber es soll ja auch noch irgendwie die 787 kommen, die gefühlt seit Dezember da sein sollte, aber da gibt es wohl anscheinend bei Boeing Schwierigkeiten. Lufthansa ist Marktführer in Slowenien, ja, ganz genau. National Airline of Slovenia, wenn man böse ist. Aber ein positives, es gibt wieder Zeitungen in der Lounge. Mein Name ist Lars Korsen und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Heute beim Frequent Traveler Takeoff in dem Lufthansa Group Update, was ja immer wieder donnerstags kommt, werden wir trotzdem nicht drum herum kommen, dass ihr einfach den Abonnierbefehl frönt, einfach den Kanal, nachdem ihr ihn geliked, abonniert und vor allem kommentiert und Glocke angemacht habt. So war's, können wir nämlich auch direkt starten mit den heutigen Themen. Das erste Thema, was heute bei der Lufthansa kommt, ist ITER. Ja, wir haben lange nichts mehr von der ITER gehört. Bei der ITER gibt es immer viel, viel Liebe. Und pünktlich zum Valentinstag haben wir uns das mal angeguckt. Warum? Ganz einfach deshalb, weil die ITER gesagt hat, ja, die Lufthansa möchte was von uns und bestätigt damit die Spekulationen, die seit Wochen ja schon durch die Weltgeschichte wabern, die italienische Zeitungen genannt haben. Und insofern ist das das erste positive Zeichen, dass das, was die MSC und die Lufthansa machen wollen, der Wahrheit entspricht. Also insofern ein positives Signal und ich war gar nicht so schlecht, als ich gesagt habe, dass es eine Liebesbeziehung ist, weil was kann Besseres passieren so kurz vorm Valentinstag, als dass die Lufthansa aus Italien Amore bekommt. Also insofern schauen wir uns das Ganze mal an, aber es gibt keine Neuigkeiten großartig, man ist immer noch hin und her am Haggeln, wie das so schön heißt. Heißt also, dass man wahrscheinlich über den Preis sich noch einig werden muss und noch ein paar andere Sachen. Die 90 Tage sind ja auch noch nicht rum. Was ist denn eure Meinung zur ITER? Ist das für euch so eine Never-Ending-Story wie mit der Alitalia, wo ihr sagt, hey, ja, ihr labert da jetzt schon so lange drüber, also die Italiener und die Deutschen, nicht ich oder so. Und das wird nichts oder wie sieht das denn in euren Augen aus? Was wir ja lange nicht irgendwie in der Art und Weise wahrhaben wollten, konnten oder gedacht haben, dass das wieder passiert, ist zum Beispiel, als ich in der FCT war, die Zeitungsständer sind leer. Genau, es gibt keine Bückware, auch in der Senator-Lounge. Heißt also, wenn man da gefragt hat nach einem Fokusspiegel oder was halt eure Zeitung der Wahl ist, gab es immer ein Kopfschütteln, gibt es nicht. Aber die sollen wieder zurückgekehrt sein. Ich selber habe es nur gerüchteweise gehört, wenn von euch jemand in Frankfurt oder in einem anderen Lufthansa-Hub durchgeflogen ist und das bestätigen kann, unten in die Shownotes. Also ich finde schon, dass für eine Lufthansa die Zeitschriften wichtig sind. Man geht natürlich jetzt davon aus, das ist jetzt nicht so eine versiffte Zeitung, die beim Zahnarzt da so, wie hieß das Ding nochmal, aus diesem Lesezirkel genau, da rumgereicht wird, sondern jeder hat seine eigene Kopie, nimmt die mit und dann ist gut. Manchmal war ich natürlich auch froh, ob ich einen Flug vom Vorflieger noch einen Fokus gefunden oder was anderes zu lesen, falls mir langweilig war. Ich persönlich finde es sowieso besser, die Zeitung, also das Magazin, physisch in der Hand zu haben, weil mit dem iPad zu lesen, das ist irgendwie so halber Spaß. Aber das ist meine Meinung. Auch das könnt ihr unten in die Kommentarspalte sagen. Also insofern schauen wir einfach mal, inwieweit die Regale sich wieder füllen. Ja, Lufthansa und die Flottenrestrukturierung, Flottenumbau, da gab es ja viele, viele Sachen. Fangen wir einfach mal mit dem Airbus A350 an. Warum? Ganz einfach. Der ist ja Dezember vor 5 Jahren, also das heißt, wir haben jetzt 2021, 2016 im Dezember eingeflottet worden. Und da kam halt der erste Airbus A350 bei Lufthansa an. Mittlerweile sind es ja 17 Stück. Und es kommen weitere 4, die in München ja auch vorbereitet werden. Also insofern ist das ja schon mal eine gute Sache. Also die erste war ja die Alpha India X-Ray Alpha und die kam am 21.12.2016. Nur damit ihr es wisst, heißt oft mit Namen Nürnberg, falls es jemanden interessiert. 17 Stück, ich werde die nicht alle durchgehen. Und die letzte Maschine, die sie gekriegt haben, also die neu war, ne? Das war dann die Freiburg, die kam am 30.10.2020 und das ist die X-Ray Quebec
und war Produktionsnummer 427. Die erste hatte übrigens Produktionsnummer nur noch zweistellig, deshalb, ich muss wieder hochscrollen, ist das gewesen die 74. Daran seht ihr, wie viele Flugzeuge mittlerweile gebaut worden sind von dem A350 und wesentlich mehr. Und jetzt kommen halt auch noch die von den Philippine Airlines dazu. Spannend war auch, dass die Lufthansa gesagt hat, eigentlich wollten sie ja keine First Class in den Airbus 350 einbauen. Aber dadurch, dass München ja keine First Class mehr hat, weil die 380er irgendwie nicht da sind, die 340-600 sind nur eine Übergangslösung, das ist dann alles halt ein Riesenproblem geworden. Damit hat man dann halt jetzt gesagt, wir wollen da eine First Class einbauen. Was für eine First Class soll denn eingebaut werden? Vielleicht eine wie bei Japan Airlines, wo man so eine Kabine hat, die einfach nur eine Reihe ist mit 4 Suiten, so Halb-Semi-Suiten oder sowas. Also insofern, es bleibt spannend, weil da lässt man in Frankfurt die Katze nicht aus dem Sack. Und es soll ja nächstes Jahr soweit sein, dass die nächsten 10 Stück kommen sollen, also starten. Und dann soll auch die erste kommen von den 23 Maschinen, die noch in der Festbestellung sind. Also wie gesagt, wer in München fliegt, kann sich freuen auf die neue First Class. Erstmal habt ihr ja so eine semi-neue Business Class, also die alte Philippine Airlines für Business Class, die halt besser ist als die Lufthansa jetzige Business Class, kann man so sagen, ohne da in irgendeiner Art und Weise jemandem persönlich zu nahe zu treten. Auch hier wieder gerne unten kommentieren, was ihr dazu denkt, was ihr dazu haltet und ob ihr sagt, ey, die A350 ist ein geiles Flugzeug. Ein weiteres Flugzeug, was ich eigentlich irgendwie sympathisch finde und was ich mag, ist die Lufthansa 787, die kommen soll. Man hatte uns ja überrascht, dass man in Seattle ein paar noch gekauft hatte, die man irgendwie aus der White-Tail-Story gefunden hat. Also es gab ja einige Lieferpositionen, die von Fluggesellschaften nicht mehr abgenommen werden konnten. Und ja, Boeing macht Negativmarge und damit ist die 787 im Prinzip ja das Problemkind von Boeing par excellence. Die 737 Max hat man ja irgendwie wieder im Griff, aber die 787 macht Stress. Ganz einfach, warum? Man hat jetzt wieder irgendwie was mit einer Metallplatte gefunden und deshalb muss sich die Lufthansa vorerst erstmal zurücklehnen und sagen, wir müssen warten. Und die 787, die für Lufthansa kommen sollen, sind halt aus der letzteren Produktionshälfte. Heißt also, dass man da wahrscheinlich nicht so viel nachbessern muss. Und ich glaube, dass Lufthansa ein Kunde ist, der gerade auf Sicherheit Wert legt. Und da natürlich dann sagt, erstmal nachbessern. Und deshalb glaube ich, dass wenn das wieder weitergeht, und da sagt Boeing leider nicht, ob es weitergeht, weil man gerade auch nur minimal weiter produziert, wann die erste 787-9er kommt. Also insofern, Dezember war es halt nicht dieses Jahr. Ich weiß es nicht. Aber man weiß bei der 787-9er schon, wie die Registrierung ist. Das ist die Alpha Bravo Papa Alpha. Mit dem Taufnamen Berlin. Also im Moment gibt es halt kein Flugzeug, was Berlin heißt. Das erste Ziel ist auch Toronto in Kanada. Aber man weiß halt nicht, wann die Bude kommt. Also es gibt unsererseits keinen neuen Stand, sagte ein Lufthansa-Sprecher. Ich habe das aus der Aero. Da hatten die nämlich nachgefragt. Und damit will die Lufthansa jetzt die Ausfallzeiten auch überbrücken. Damit haben sie nämlich noch weiter die 340-300er im Bestand. Und das Warten geht halt einfach weiter, bis man die Dreamliner bekommt. Produktionsnummern, die man bekommen wollte, war 887, 893, 898, 905 und 913. Also wie ich schon sagte, sind Whitetails aus 2019. Ne? Das heißt also 19, 20 Jahre sind 2 Jahre irgendwas alt. Aber die Kunden sind halt abgesprungen, damit kann Lufthansa die bekommen. Und ich sagte ja, Titankomponenten sind das Dilemma und GFK-Teile, die irgendwie von Mitsubishi falsch geklebt worden sind. Damit stellt sich doch direkt die Frage, was passiert mit den A380ern? Die A380er sind ja irgendwie in Teruel geparkt und was passiert mit denen eigentlich? Und Lufthansa hat ja 6 Stück an Airbus verkauft. Airbus ist ja nicht so ganz glücklich gewesen mit den A380ern. Man hat ja nur auf dem Gebrauchtwaren- oder Gebrauchtflugmarkt mit Highfly einen Abnehmer gefunden durch sehr günstige Leasingverträge wahrscheinlich. Und insofern ist es halt thematisch für Airbus damals so gewesen, dass man gesagt hat, na gut, dann können wir die von der Lufthansa nehmen. Die sind sehr gut gewartet, sind vielleicht auch wahrscheinlich nicht so viel geflogen, wie man es, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das für die ein gutes Geschäft. Aber ich glaube, sie werden jetzt so ein bisschen unruhig und sagen, das war scheiße. Aber was passiert mit den Flugzeugen? Und also auf jeden Fall
ist das halt ein Riesenproblem, was mit den 14 A380ern passiert, weil Lufthansa will die ja gar nicht mehr betreiben. Man kann ja auch nicht jetzt anfangen, da irgendwie Hotels zu bauen. Ich meine, das war ja die eine Idee des einen Ingenieurs, glaube ich, war das in Toulouse, der da jetzt einfach mal so ein Hotel macht. Eins ist ja ganz lustig, ist ja auch wie in Stockholm, in Arlanda mit der 747, alles ganz lustig. Aber wenn man da jetzt anfängt, weltweit so eine Art A380er-Kette zu machen, ja, vielleicht kannst du damit der Miles-and-More-Karte was werden, ich weiß es nicht. Das wäre so ein Thema. Aber es gibt ja auch keinen, der so ein Flugzeug haben möchte. Willy Walsh, der mittlerweile ja nicht mehr bei British Airways ist, hat ja gesagt, er könnte sich vorstellen, so ein paar von den Gebrauchtfliegern noch zu übernehmen. Aber Willy Walsh, er ist nicht mehr da. Der ist jetzt Chef von der IATA. Und ich glaube, British Airways ist selber so ein bisschen klamm. Aber London, der Flughafen, ist ein prädestinierter Flughafen für den A380er, weil die natürlich permanent über Slot-Knappheit sich beschweren und von da aus natürlich auch wesentlich Massen an Leute bewegt werden. Also, aber ich glaube es halt einfach nicht, dass die in London mit dem 380er was werden, weil halt die Flugzeuge, ja, die Flugzeuge sind halt einfach vom Verbrauch her nicht interessant und das ist halt ein Riesenproblem. Und ab 2022 werden die bei Airbus permanent auf den Hof gestellt. Also die bleiben schon in Teruel wahrscheinlich stehen, man wird wahrscheinlich die Lufthansa-Logos so gut wie es geht, abkratzen, abkleben, oberlackieren, dass man halt nicht mehr weiß, dass es Lufthansa ist. Wer weiß, dass es Lufthansa ist, sieht es natürlich logischerweise. Aber am Ende des Tages ist es halt hier so, dass die Gebühren dann weiter von Airbus bezahlt werden. Und man sagt bei Airbus, man will spontan entscheiden, was man mit den Fliegern macht. Aber das Dilemma ist halt ganz einfach in meinen Augen, wenn man sagt, man will spontan etwas entscheiden, dann heißt es, man hat keinen Plan. Ja, und ich weiß nicht, habt ihr eine Idee, was man mit dem 380er außer einem Hotel machen kann? Also insofern, Highfly hat ja auch seinen A380er zurückgegeben. Da wird es nicht mehr so viele Optionen geben. Da wird die Luft schon ganz schön dünn, weil der Markt zieht ja auch nicht so an, wie man sich das vorstellt. Man kann natürlich, okay, eine Variante ist natürlich, man hat jetzt den A380er als Erprobungsflugzeug für die Wasserstoff-Einsätze, weil natürlich da sehr viel Platz drin ist, um da die Wasserstofftanks einzubauen und so weiter. Aber, und das muss man ja der Ehrlichkeit aber auch sagen, brauchen die wirklich 14 Stück, um das auszuprobieren? Ist das nicht ein bisschen teuer? Also ich denke mal, dass die Zukunft vielleicht für ein oder andere Flugzeug leider beim Abwracker besteht. Also das heißt, man wird da einfach die Teile verwerten und danke und tschüss. Schade, schade, schade. Hotel fand ich eigentlich auch ganz spannend. Die 747-400 und die 747-8. Das sind Flugzeuge, die Lufthansa ja immer noch richtig hart einsetzt. Im Februar hat man jetzt natürlich die 747-400 etwas weniger eingesetzt, hat man ja auch darüber berichtet letzte Woche. Nur, es gibt nur zwei Betreiber, die die Passagiervariante betreiben in Europa. Das sind die russischen Rossoja, ich habe es richtig, Rossija, richtig betont. Und die verabschieden ihre 747 von Rossija. Und der Abschied ist natürlich erst in 2024, dauert noch ein bisschen. Und Lufthansa will bis spätestens Mitte des Jahrzehnts, wird 2025 ja länger die 400er fliegen, aber sie haben ja halt die 19 747-8er, die noch weiter fliegen sollen. Und da kommt natürlich auch die nächste Info. Man bekennt sich zu dem Flugzeug. Warum? Weil die neue First Class da eingebaut werden soll. Wie ihr ja eben gehört habt, in der 350er soll die neue First Class kommen. Man schaut auch, dass man die neue First Class einbauen kann in die 747-8er. Und sowas baut man ja nicht einfach mal eben ein, um da dann Geld zu verbrennen. Lufthansa macht alles, nur kein Geld verbrennen. Also insofern denke ich mal, dass wenn die 747 bis Ende 2024 aussortiert ist bei Rossija, dann wird Lufthansa halt der einzige Betreiber sein. Und die Flugzeuge sind natürlich auch betagt, muss man ja der Ehrlichkeit halber so sagen. Wird also spannend, wer diese Flugzeuge dann noch weiter betreibt. Also insofern schauen wir einfach mal, was damit passiert. Ich persönlich finde die 747-400 super Flugzeug, sehr viele Erinnerungen, sehr oft mitgeflogen, sehr oft nach Amerika mitgeflogen, nach Asien. Also insofern super, super Flugzeug. Wo bin ich denn letztes Jahr hingeflogen? Wo hat man eine 400? Dubai. Das war Dubai. Warte mal, trinken. Also insofern, sagt einfach, was ihr von der 747-400 haltet. Ob ihr das schade findet, dass dieses Arbeitspferd leider die Flotte verlässt. Oder ob ihr sagt, Gott sei Dank weg damit, die Business Class war kacke. Und so weiter und so fort. Kommentare unten einfach reinschreiben.
Dann habe ich ja in der Einleitung gesagt, Lufthansa Group, die National Airline of Slovenia. Ganz einfach, warum? Weil die Lufthansa Group ist in Slowenien Weltmarktführer, was Fliegen angeht. Ganz einfach deshalb, weil man von der Regierung Geld bekommt. Ganz genau, die Regierung in Slowenien hat ja die Adria Airways gekillt und dann hat man, wie man das halt so üblich macht, hat man von der Regierung aus gesagt, wir wollen aber angebunden werden, wir wollen nicht abgekoppelt werden, wir geben Geld, damit ihr diese Strecken betreibt. Und die wollen weiter Geld an die Airlines verteilen, damit die weiter fliegen. Und Lufthansa wird davon erneut profitieren. Warum? Ganz einfach. Als 2019 die Adria in die Knie ging, war ja die Lufthansa schon mit der Adria verbandelt. Und insofern hat man da natürlich beste Kontakte gehabt. Nur damit ihr wisst, was man so an Subventionen gibt und was ein Passagier wert ist für die Regierung, bis zu 30 Euro. Und so war man halt wirklich nicht abgekoppelt worden von der Regierung. Und das Wirtschaftsministerium hat in 2020 und 2021 insgesamt 3,73 Millionen Euro an Airlines überwiesen und auf den Lufthansa-Konzern mit seinen Marken Lufthansa Swiss Austrian Airlines Brussels, daran seht ihr, dass eigentlich alle da geflogen sind, 1,68 Millionen. Ich erinnere mich irgendwie bei der Swiss, das war nicht ganz so tippitoppi, weil da irgendwie die Menge an Flügen nicht richtig war, aber das haben sie dann irgendwie gefixt. Und 1,68 Millionen von 3, irgendwas zu bekommen, das ist ja, ist schon eine Menge. Türken, also Turkish Airlines und Air France haben 664.000 ein bisschen bekommen. Und Air France hat 494.000, Wizz Air hat sogar auch was bekommen, die haben aber nur 178.350 bekommen. Und dieser Anreiz war jetzt auch einfach nur gedacht jetzt in der Krise, aber man will halt einfach den Flugplan weiter fortsetzen für die internationalen Fluggesellschaften. Natürlich ist das für Slowenien oder für ein Land ganz, ganz wichtig, dass man nicht abgekoppelt wird. Ich würde mir solche Wirtschaftsförderungen auch teilweise in Deutschland wünschen, dass man zum Beispiel Regionen, die jetzt nicht unbedingt einen Flughafen brauchen, aber dass man da halt dann investiert in Bahn oder sowas, dass man da dann nicht abgekoppelte Regionen hat. Also das ist in meinen Augen eine Sache. Aber schauen wir einfach mal, wie das weiterläuft. Und der Frankfurter Flughafen hat ja in Ljubljana 21 Millionen Euro investiert in das Passagierterminal. Die Zahlen gehen nach oben. Vielleicht wird irgendwann das Ganze so funktionieren, dass man das nicht mehr subventionieren muss. Außer der Reihe einfach noch kurzer Hinweis, die Finnen machen das übrigens auch, das heißt also Tampere als Flughafen kriegt Subventionen, in Anführungsstrichen, indem man einem Flughafen weiter Unterstützung geben möchte und man möchte damit Fluggesellschaften reinbringen. Die Finnair hat lustigerweise sich nicht gemeldet, aber die Air Baltic, das heißt also die Air Baltic macht ja ihre Basis in Tampere in Finnland auf, soll kommen 1. Mai, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da wollten wir auch ein Vielflieger-Event machen. Aber nur 5 Plätze. Fünf Plätze. Wer Interesse hat, daran teilzunehmen, an einem sondergeilen Programm teilzunehmen, da wird es auch einige Überraschungen geben. Bin auch schon mit Air Baltic im Gespräch. Also, ich darf nicht viel erzählen. Gibt eigentlich auch nicht viel zu erzählen, weil es habe ich nicht eben gesagt, wenn ich spontan das entscheide, dass man nicht weiß, was man will. Nein, also wir müssen das mit dem Flughafen absprechen, aber da wird was passieren. Und wir haben volle Unterstützung von Air Baltic dafür. Und der Erstflug, den wir mitmachen wollten, ist von Tampere nach München oder nach Frankfurt. Also insofern rechnen wir uns da nach der Mehrzahl der Leute, die mitfliegen, wo sie hinwollen. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Also meldet euch bei mir. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV mit dem Lufthansa Group Update in der Folge 41. Und denkt dran natürlich, Abonnierbefehl gilt auch hier wieder am Ende. Abonniert den Kanal, Glocke an und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten und gibt uns ein Like, damit der Algo uns mag. Kann man Algo sagen? Kann er auch unten kommentieren, ob man das Algo nennen darf. Also, danke, bis dann, ciao.